Ein Wasserzeichen einfügen in Writer. Dieses Video zeigt, wie ein Wasserzeichen in Writer eingefügt werden kann. Ob geheime Akten, vertrauliches oder nur ein Textentwurf, oft besteht der Wunsch, Dokumente mit einem Wasserzeichen zu kennzeichnen. Mit LibreOffice können auf dem Computer digitale Wasserzeichen als Text erstellt werden. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter. Wir öffnen Writer. Im Menü wählen wir Format Wasserzeichen. Es erscheint die Dialogbox Wasserzeichen. In das Textfeld für den Text schreiben wir Vertraulich. Im Feld Schriftart wählen wir die Schriftart Good Times aus. Die anderen Vorgaben für Winkel 45 Grad, Transparenz 50% und Farbe C0 können beibehalten werden oder nach Wunsch verändert werden. Wir klicken auf OK. Der Schriftzug Vertraulich wird auch auf allen Folgeseiten angezeigt. Mögliche Texte als Wasserzeichen. Statt des verwendeten Textzuges Vertraulich kann jeder beliebige andere Text mit jeder anderen Schriftart verwendet werden. Hier ein paar häufig verwendete Beispiele. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter.